So, meine lieben Simulationsfreunde, hier sind wir dann auch schon beim nächsten Teil, denn es hat hier leider irgendwie Probleme gegeben mit der Aufnahme. Ich zeige euch jetzt nochmal, was ich eben gemacht habe. Und zwar, ich bin aufs Geschäft gegangen, habe mir jetzt einen Kunstköder geholt, das ist sehr gut für Regenbogenforellen. Und dann nehmen wir hier den Spinner, hier 13 Gramm. Den kaufen wir uns, ich habe ihn ja schon. Und dann, wie wir hier sehen, wo ist sie denn? Die Regenbogenforelle hier. Die habe ich gerade eben gefangen damit. So, dann habe ich hier ausgeworfen. Da stehen wir jetzt hier direkt bei der alten Brücke. Einmal in diese Richtung und einmal nach links geht's. So, und dann nehmen wir das hier. Einholgeschwindigkeit 18%. Zoomen wir hier einfach dauerhaft ein. Bei einer Geschwindigkeit von 18. So, und dann sollte das. Und da haben wir einen dran. So, dann haben wir jetzt entweder eine Regenbogenforelle oder einen Lachs. Lachs wäre cool für die Aufgabe. Wenn nicht, dann geht es auch so. Kann natürlich auch was anderes anbeißen, aber wir haben den Rotlachs. 1,95 Kilo, 4 Kilo brauchen wir. Zack, 49%. So. Werfen wir hier nochmal aus. Jetzt warten wir, bis er abgesunken ist. Und jetzt. So, wenn wir Glück haben. Haben wir hier gleich wieder einen Biss. Nicht, müssen wir eben weiter rauswerfen. Ja, da müssen wir ein bisschen weiter werfen. Oh, der hat auch noch was angebissen. Ist doch wieder ein Rotlachs. Naja, der nächste. So, jetzt bauen wir noch einen. Sobald wir jetzt den letzten haben, haben wir die Aufgabe sogar schon fertig. Jetzt warten wir wieder, bis abgesunken ist. So, ab 2 Meter holen wir ein. Den nächsten. Dann pumpen wir mal. Ja, da haben wir wieder einen Rotlachs. Sehr schön, dann haben wir die tägliche Aufgabe nämlich schon fertig. Allerdings bekommen wir die Belohnung erst, wenn wir wieder im Menü sind. So, da ist er. 2,92 Kilo sogar. 20 Dollar. Er mit. So, zwei Aufgaben haben wir fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Regenbogenforelle. Das gleiche probieren wir dann hier hinten und dann hätten wir sie schon. Hoffe ich zumindest. So, da haben wir was. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt die Forelle ist. Die Regenbogenforelle oder ein Rotlachs. Sieht nach einer Regenbogenforelle aus.
Nee, klein Maulbarsch. 2 Kilo. Für so groß hatte ich den jetzt auch noch nicht gefangen. Ja, also bei der Ringbogenforelle brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Merkt ihr ja gerade selbst. Allerdings klappt es hier sehr gut mit dem Rotlachs. Probieren wir es noch einmal. Dann gehen wir ins Menü, dann gucken wir mal, wie viel Geld wir jetzt dafür bekommen für die Aufgabe. Wollen gerade nicht so, wie sie sollen. Lassen wir es doch mal ganz sinken. Wie tief ist es denn da bitte? Ah, 3 Meter. Da schwimmt schon Rotlachs. Jetzt wir mal die Geschwindigkeit, da die ja wohl ein bisschen höher stehen. Dann hat man das jetzt gerade abgezählt. Ja, komm, einen kriegen wir da wohl noch. Dass wir ihn wieder auf 2 Meter sinken und dann holen wir ein. Jetzt habe ich mal auf 22% Einholgeschwindigkeit gestellt. Jetzt bin ich mal gespannt. Folgen wir das Ganze mal unter Wasser. Wieder einer. Da war ein Barsch. Hecht. Mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht erklären, woran das jetzt liegt. Oder davor hat es ja gebissen. Naja.
Egal. Oh, da hat ja doch noch was gebissen. Ein Rotlachs. Nochmal größer. Nee. Okay. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Menü an. Was ich sagte wegen der Mission. So, jetzt achtet ihr mal darauf. Wenn wir hier drauf gehen, haben wir hier zwei fertig. Missionspunkte, einer von 200. Belohnung, 30 Dollar. Und ein Missionspunkt, 25 Dollar. Und nochmal ein Missionspunkt, da haben wir drei. In 5 Tagen erst verfügbar. Schön. Wir hatten ja noch kein Level Up, aber bald ist es soweit. Ja. In diesem Sinne, meine Freunde, war es das jetzt von mir mit meinem kleinen Einstiegsvideo, Tippvideo zu Ultimate Fishing Simulator 2. Rotlachs habt ihr gesehen, da ist er fangbar. Auch mit dem Spinner, der 22 Dollar kostet. Allerdings solltet ihr gucken, dass ihr dafür auf Level 3 seid und ein bisschen eure Ausrüstung angepasst habt. Wie wir ja jetzt hier bei mir gesehen haben. Hier die 3,2 Kilo. Einfach die Schnur und der Köder dafür. So, meine Freunde, das war's dann von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und ich bedanke mich recht herzlich und sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. See ya!